Achtung, es kommt. Es ist vom Fahrzeug. Alter, guck es dir an. Liegt da jetzt noch mehr? Boah, was ist das? Der Jeep liegt hier wirklich. Zwar in Teilen, aber er liegt hier. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal German Treasure Hunter. Wir ziehen nochmal los auf das Gelände vom Markus Wipperfürth, wo wir ja im letzten Video ein wirkliches Fund-Highlight hatten. Und zwar Teile von einem US-Jeep aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Vermutung liegt natürlich nahe, dass da noch mehr im Boden liegt. Also sind wir nochmal hingefahren, haben wirklich auch sehr, sehr viel Arbeit da reingesteckt in das kommende Video. Und fast 30 Minuten lang, also ein richtig schönes, langes Abenteuer mit tollen Funden, kann ich euch jetzt schon garantieren. Und weil gerade wieder unglaublich viel Arbeit in meinen Kanal reinfließt und alles sehr viel Geld kostet, danke ich nochmal ganz herzlich auch meinen Sponsoren abenteuer-schatzsuche.de, der mich ja mit Equipment versorgt. Und diesmal mit dabei ist auch wieder die Firma Gieswein, der ich auch ganz herzlich danke. Die machen spezielle Schuhe, ganz besondere Schuhe. Ich habe euch ja letztes Mal schon welche gezeigt. Diesmal habe ich mir mal so ein paar Sneaker schicken lassen hier. Die sehen auch richtig schick aus und sind unglaublich leicht und bequem. Was ist das Besondere? Das Besondere hier ist natürlich einmal, dass es ein Traditionsunternehmen aus Österreich ist, die mit einer speziellen Wolle arbeiten. Und zwar ist das diese Merino-Wolle. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Das hat spezielle Eigenschaften. Einmal wird es natürlich in Kleinstfarmen gewonnen, wo auf das Tierwohl geachtet wird. Also das ist denen auch super, super wichtig. Und die Merino-Wolle hat den großen Vorteil, dass sie einmal natürlich wärmt, regulierend auch ist, Feuchtigkeit nach außen abgibt, aber auch antibakteriell ist. Und das ist das Coole. Du kriegst also auch hier keine Schweißfüße sozusagen. Und es hat noch andere coole Eigenschaften. Und zwar ist es ziemlich leicht auf der einen Seite und auf der anderen Seite trotzdem auch schön wärmend. Das ist also richtig cool. Die Schuhe findet ihr im Gieswein-Shop. Die haben natürlich auch jede Menge andere Sachen noch. Vom Hausschuh bis zum Outdoor-Schuh ist da wirklich alles dabei. Und ihr bekommt, das Coole ist, ihr bekommt 20% Rabatt. Das habe ich für euch rausgehandelt. Also wer da mal reinschauen will, der springt eben mal in die Videobeschreibung. Da gibt es einen Link und einen Rabattcode, wo ihr auf das komplette Gieswein-Sortiment 20% Rabatt bekommt. Eine richtig feine Sache. Und wir starten jetzt durch in ein wirklich langes, cooles Abenteuer mit tollen Funden. Und ich sage euch, es geht spektakulär weiter. Von daher bleibt gerne dran bis zum Schluss. Es lohnt sich auf jeden Fall. Viel Spaß. Angespornt von meinem letzten Fund bin ich zurück auf dem Hahnenhof von Markus Wipperfürth, um der Geschichte des Zweiten Weltkriegs hier tiefer auf den Grund zu gehen. An der Stelle, wo das letzte Mal eine Gewehrhalterung der US Army lag, setze ich heute noch einmal an und mit Hilfe eines 3D-Bodenscanners schaue ich, wo es sich heute nochmal lohnen könnte, die Schaufel anzusetzen. Zwei markante Stellen, die hier deutlich rot herausstechen, möchte ich heute nochmal besonders gründlich untersuchen. Und natürlich kommen auch noch weitere neue Signale dazu. Es wird also wieder ein spannender Ausflug in die Geschichte der Kriegszeit und es kommen auch diesmal wieder einige Überraschungen ans Tageslicht. So, dann geht's los. Wir sind hier heute das Unterhaltungsprogramm für die Pferde auf dieser Weide. Das ist unglaublich. Aber eigentlich wollen wir ja was anderes finden, nämlich den Rest vom Jeep. Und das Signal hier ist wieder was Tiefes, Großes. Ja. So ungefähr von hier bis hier. Müssen wir angraben. Hilft alles nichts. Könntest du dich ja mal behilflich hier mithelfen mit Graben und so, ne? Naja, jetzt wird wieder betroffen weggeguckt, wenn es an die Arbeit geht. So, ja genau, geht mal auf den Kameramann. Ja, ich würde fast sagen, wir brauchen wieder einen großen Eimer und eine größere Schaufel, weil das hier, wir sind genau richtig, aber es ist tief und groß. Ich hole jetzt schnell einen Eimer dazu und dann machen wir hier mal richtig auf. So, hier
hier kann man es jetzt sehr schön sehen, das Objekt. Und ich bin mir noch nicht sicher, was es ist, ob das hier unten weitergeht. Oh Gott. Moment. Die Frage ist, wo hört das Ding auf? Da hört es, glaube ich, auf. Ja, sehr gut. Das eine Ende haben wir schon mal. Und das ist hier oben. Ich weiß noch nicht genau, was es ist. Nicht, dass es nachher ein Gewehrlauf ist. So, einmal noch in die Tiefe. Und dann haben wir es, hoffentlich. Oh. Ja, endlich, ich habe ihn soweit. Er gräbt mit. Feines Pferdchen, ja, sehr gut. So wollte ich das. Aber nicht die Kamera anknabbern. Oh, Junge. Gott, was eine Scheiße. Warum kommt dieses Teil da einfach nicht einfach da raus? Wir haben es jetzt. Fast. Da kommt irgendwas. Aber was kriegt man nicht? Das ist doch nicht normal. Ohne Scheiß, das könnte auch vom Jeep sein. Ja, hier jetzt der erste größere Fund. Er ist wirklich massiv. Es ist eine richtig große Stange. Ich zeige euch mal ganz kurz die Form hier. Seht ihr das Teil mal? Und ich dachte zuerst, es ist vielleicht tatsächlich wieder was von dem Jeep. Wir haben ja was vom amerikanischen Jeep gefunden, von diesem Willys Jeep. Und wir schauen mal eben auf Wikipedia. Da gibt es vorne so Drahtfänger, nannte sich das. Seht ihr ganz gut da jetzt. Die Stange ist ziemlich ähnlich. Darum hatte ich im ersten Moment daran gedacht. Also das könnte es eventuell sein. Aber ich habe auch noch eine andere Sache rausgesucht, und zwar besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass es irgendeine Stange zur Stabilisierung ist. Zum Beispiel springen wir mal hier auf Wikipedia wieder mit der Vierlingsflak. Da gab es auch so eine Stange quer zur Stabilisierung. Ja, in die Richtung könnte es auch gehen. Eins von beiden wird es sein, von irgendeinem großen Gerät. Und wir wissen ja, dass hier in dem Bereich auch deutsche Flakstationen waren. Von daher, alles ist möglich. Schreibt gerne eure Meinung zu diesem Teil hier in die Kommentare und wir machen weiter. Es kommen wirklich noch spannende Funde und tolle Rätsel. Das Signal ist gut. 75, 76. Wo es denn ist? Ob es gut wird oder nicht? Gleich wissen wir's. So, wo ist denn mein Fund jetzt? Hier. Könnte scharfe Munition sein. Hier kommt irgendwas. Ja, scharfe Munition. Das ist nichts für dich, mein Freund. Kannst du nicht essen? Möchtest du nicht essen? Ja, ich hab dich doch auch lieb. Ich dich doch auch. Ja, hier jetzt wie immer nichts auf dem Tisch bei scharfer Munition. Immer aufpassen, liebe Freunde. Wir schauen trotzdem nochmal schnell auf die Rückseite. Es ist exakt die gleiche Patrone nochmal wie im letzten Video auch schon. Und wir sehen wieder P207 und 39. Das heißt, das ist eine Patrone der deutschen Wehrmacht von 1939. Und diese war nicht abgefeuert. Von daher immer Vorsicht. Und wir machen weiter mit dem nächsten. Erster Herbststurm liegt an hier. Und hier ist ein Signal im Boden. Es ist nicht sauber, aber er gibt mir einen Leitwert, wieder von 81. Darum könnte das hier durchaus interessant werden. Also Schaufel rein. Sehe ich schon wieder irgendwas im Boden? Ja, wir sind richtig, Freunde. Hier ist es. Also, ein, zwei Stiche noch mit der Schaufel und dann müsste es eigentlich greifbar sein.
So, jetzt wird es interessant. Was ist das hier? Porzellan. Ha! Ha! Ja, das ist das Porzellan vom Teller. Jetzt wird es interessant. Gut, Freunde, jetzt kommt der große Moment für uns. Ist es tatsächlich eine Schaufel? Und wenn ja, was für eine? Ich glaube aber, es ist eine und sie ist alt. Und wenn dem so ist, ist es super interessant in Kombination mit den Scherben hier. Das heißt, hier wurde wirklich ein großes Loch manuell aufgemacht und die haben hier Sachen reingeschmissen. Und das kann natürlich super interessant werden. Darum holen wir es jetzt raus, das erste Teil. So. Okay, es kommt. Es kommt. Ja, 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 ja. Es ist ein altes Schaufelblatt. Das heißt, das könnte jetzt hier ein richtiger Jackpot werden. Aber ein richtiger. Und wenn du siehst, was das für Schaufelblätter sind, und vergleich das mal kurz mit meinem Schaufelblatt, dann weißt du, was hier passiert ist. Ja, hier jetzt das Schaufelblatt mal, in dem Loch kam auch noch jede Menge Porzellan. Also das sagt uns, dass hier eine ganze Menge auf der gesamten Fläche vergraben worden ist, sonst käme diese Schaufel auch nicht dahin. Und wir sind nachher noch in einem Loch, also einem selbstgegrabenen Loch, richtig tief unter der Erde, wo jede Menge Zeug kommt. Also es ist wirklich ultra spannend, hier auf dem gesamten Gebiet zu graben nach den Resten der Wehrmacht, nach den Resten der US Army, die Geschichte des Hofes und die Geschichte des Krieges. Aber dieses Schaufelblatt, ich sag's euch, das ist schon wirklich amtlich, das ist aus der Zeit und ich glaube, ihr seid genauso gespannt wie ich, was noch alles kommt. Darum machen wir ganz schnell weiter, denn jetzt wird's krass. So, jetzt geht's weiter hier mit dem nächsten großen Signal. Achtung! Hier. Oh, holy moly. Hier machen wir den Pinpointer an, dass ihr mal checkt, wie groß das Signal ist. Bis hierhin. Ja. Ach du Scheiße. Also das ist wirklich Wahnsinn. Riesig groß. Und ich würde sagen, ich nehme jetzt mal die große Schaufel, dann geht es ein bisschen schneller. Das wollen wir sehen hier. Also das ist ja irre. Das könnte der Jeep sein. Pass auf. Der Jeep, den wir noch suchen. Da tut sich was. Pass auf. Es hat sich gerade was gelöst. Ich weiß noch nicht genau, was es ist, aber vielleicht ist es interessant. Moment. Ist das hier? Ach Gott, ein altes Hufeisen. Was für ein Ding, ey. Aber hier muss noch mehr liegen. Das kann nicht alles sein. Das ist es noch nicht gewesen. Moment. Hier wird noch mehr sein. Naja. Jetzt hat sich wieder was gelöst. So, gucken wir, was es ist. Das wird da wohl nicht noch ein Hufeisen sein. Was sind das denn bitte für Riesenhufeisen? Monsterpferde gefunden. Überreste der Monsterpferde. Gott. Zwei auf einmal. Na gut, mal gucken. Ich glaube nicht, dass es das schon gewesen ist. Darum. Weiter. Oh, Werkzeug. Das ist Werkzeug. Da. Das könnte diesmal hier wirklich interessant werden. Wir schauen mal weiter.
So, jetzt habe ich immer ein bisschen Ordnung gemacht, alle Funde schon mal zur Seite gebracht, mache jetzt eigentlich wieder zu. Also das kommt jetzt wieder da rein, wird verfüllt, dann kommt das Gras wieder drauf. Aber hier habe ich jetzt gerade gemerkt, vor allen Dingen das hier, tiefes 86er Signal. Das ist sehr, sehr interessant. Er bringt es mit 87 rein. Ziemlich sauber auch. Und hier drunter müsste noch ein großes Eisen sein. Heißt, wir machen das jetzt erstmal zu, dass die Tonne leer ist. Und dann machen wir hier auf. So wird's gemacht. Let's do it. Oh. Es löst sich. Gott sei Dank. Oh. Junge, das hat mich echt fix und fertig gemacht. Das war echt heftig. So, mal gucken, was am Ende des Tages ist. Ach, hör auf. Das ist ein Sitz. Das ist ein Sitz von einem Fahrzeug. Jetzt ist die Frage, ob es zu unserem Jeep gehört oder nicht. Zugegeben, bei diesem Sitz denkt man zuerst an so einen alten Traktor oder sowas. Aber mein Gedankengang war wieder, Moment mal, hier war ja die Flak stationiert, mehrere, wie wir ja wissen. Und darum springen wir, wenn wir uns diesen Sitz noch einmal angeschaut haben, springen wir mal schnell auf Wikipedia. Da habe ich euch rausgesucht, eine 4 cm Flak, die 28er. Bofors 40 mm, da sehen wir mal das Bild. Und jetzt schauen wir uns mal hier in der Vergrößerung den Sitz an. Und der ist exakt der gleiche wie hier auf dem Tisch. Also das finde ich wirklich erstaunlich. Ich behaupte mal, dass die deutsche Wehrmacht hier einiges auch gesprengt hat. Wir wissen das ja aus Überlieferungen. Wir wissen ja auch selber, dass Sachen vergraben wurden, Waffen. Und natürlich sollte dem anrückenden Feind, also den amerikanischen Truppen, nichts in die Hände fallen, was man noch im Krieg verwenden konnte, Waffenähnliches. Und darum, ich vermute mal, dass hier die Flak auf dem Gelände gesprengt worden ist und alles wurde vergraben, verstreut. Und hier, das könnte tatsächlich also wirklich ein Sitz sein von, wir schauen nochmal ganz kurz hier das Vergleichsbild von der 40 mm Flak. Und das finde ich halt super interessant, wenn man überlegt, dass hier jemand drauf gesessen hat, der auf amerikanische Flugzeuge geschossen hat. Hier nochmal das Werkzeug dazu und es kam auch noch jede Menge Hebel und Schalter. Also das war schon krass, wenn man sich überlegt, wir sind hier tatsächlich dann der Wehrmacht auf der Spur und natürlich auch der Kriegsgeschichte. Also das finde ich wirklich super interessant. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Wenn ihr einen anderen Vorschlag habt, hierfür gerne auch in die Kommentare und wir machen weiter, denn es gibt noch eine ganze Menge mehr. Von daher lasst gerne schon mal, wenn euch das Thema gefällt, ein Like da für den Algorithmus und wir machen weiter. Das Signal hier ist riesig. Geht bis hier zum Eimer runter. Und hier klingt es am besten. Hier machen wir es mal auf. Genau hier. Oh, was ist das? Was ist das? Das ist es schon hier. Ein Zahnrad von einem Antrieb. Hier ist wirklich der Jeep explodiert. Das ist ein Motorteil. So, und da läuft es auch wieder. Ja, auch hier wieder die Theorie der gesprengten Flak hier auf dem Gelände. Es ist ein komplett erhaltenes Zahnrad. Die Flakgeschütze, die waren ja beweglich in alle Richtungen. Und da ist sowas natürlich auch dann mit verbaut. Von daher, ich vermute tatsächlich, hier wurde diese komplette Flak gesprengt. Wir finden immer mehr Teile, die darauf hindeuten. Also super, super spannend. Und wir kommen jetzt an ein Loch, wo wir wirklich richtig in die Tiefe gegangen sind. Und da wurde es auch wieder spannend. Also bleibt dran. So, hier ist jetzt tatsächlich die Stelle,
wo das Teil vom Jeep kam und direkt darüber. Moment, das schiebe ich ein bisschen zur Seite. Da. Das ist ein riesengroßes Teil. Ich mache mal eben den Pinpointer an, dass ihr das besser hören könnt. Ja, bis hier. Von hier bis hier. Also tatsächlich so ungefähr ein Meter, 1,50 Meter vielleicht. Also das wird wieder. Das wird wieder heftig. Das wird echt heftig. Ich glaube, hier werde ich als erstes mal aufmachen. Genau hier. So, Freunde, ihr seht schon, es ist fast voll hier, dieser große Bottich mit Erde. Wir haben hier einiges jetzt rausgeholt, beziehungsweise ich. Und hier könnt ihr jetzt mal reinsehen. Es ist ein riesengroßer Stein, der hier liegt, viel Asche. Es kommen auch Ziegel, scheint mir tatsächlich hier jemand was deponiert zu haben. Und hier sehen wir das große Eisenobjekt. Das ist ein großer Ring erstmal. Mir scheint aber hier wesentlich mehr zu liegen. Auf jeden Fall eine ziemlich verdächtige Stelle, wo wir auf jeden Fall jetzt weitermachen und versuchen, das erstmal hier auf der Seite noch zu befreien und dann holen wir es raus. So, ich grab mich jetzt hier per Hand weiter durch. Es kamen hier noch weitere Sachen ans Tageslicht. Das kam ans Tageslicht hier, das ist irgendwas zum Aufhängen. Dann haben wir hier, ich weiß noch nicht genau, was das ist, aber auf jeden Fall ist hier auch eine Aufnahme für ein Seil oder ist das eine Winde? Keine Ahnung genau. Das kam noch zum Vorschein, wo ich so dachte, ja, könnte von der Schulterstütze sein, der Abschluss, eventuell. Und ich gucke jetzt mal weiter, was hier noch kommt. So, hier haben wir jetzt das nächste Teil. Ihr seht auch mal ein paar Scherben, die ich noch mit dazugelegt habe. Es gab unglaublich viele Signale in dem Loch und mehr als wir überhaupt ausgegraben haben. Ein Teil seht ihr mal hier. Ich glaube tatsächlich, das ist, wenn wir uns mal ein Gewehr anschauen auf Wikipedia, zum Beispiel das M1 oder das Lee Enfield zum Beispiel von den Engländern oder auch von den Amerikanern, zum Schluss die Schulterstütze, also das, was hier auflag, da hatte das Holz nochmal so eine metallische Verstärkung. Die Form ist hier sehr, sehr ähnlich. Es gibt zwei Befestigungen dafür. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es von einem Gewehr ist. Holz hatten wir ja auch da in dem Loch, verrottetes Holz. Vielleicht liegt hier sogar noch eine Waffe. Auszuschließen ist das auf diesem Gelände ja nicht. Und wir haben dann weitergemacht in dem Loch und dann, als wir richtig weit unten waren, kam etwas, wo ich dachte, ist es vom Jeep, ist es von einem Fahrzeug? Es war wirklich unglaublich. Hier, was ist das? Ein Brikett. Ein Kohlebrikett. Ich glaube, steht da was drauf. Schade. Geil, da jetzt ein Datum. Irgendwas steht hier drauf auf dem Brikett. Und dass die Leute mit Briketts geheizt haben, das ist schon eine Weile her. Könnte wieder alles zusammenpassen. Kriegsende. Gucken wir mal. Ja, geht weiter. Es geht weiter. So, irgendwas ist da unten. Ich habe jetzt mal ein paar Steine weggemacht. Und da unten, ich weiß nicht, ob ihr es. Du schmeißt einen Stein raus und das Ding fliegt wieder rein. Das ist so ätzend. Da ist irgendwas Rundes. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da ist was Rundes. Ich hole das jetzt mal raus. Ich versuche es zumindest mal. Halt mal ganz kurz. Achtung, es kommt. Boah, was ist das? Was ist das? Es ist vom Fahrzeug. Es ist vom Jeep.
Ich raste aus. Und es liegt einen Meter tief in der Erde. Das ist von einem Fahrzeug. Das könnte von dem Jeep sein. Alter. Wahnsinn. Krass. Krass, krass, krass. Jetzt bin ich aber gerade noch mal motiviert. Da ist das nächste Teil vom Jeep. Das ist irre. Das ist irre. Der Jeep liegt hier wirklich. Zwar in Teilen, aber er liegt hier. Krass. Kommt noch mehr. Das ist die Lampe. Alter, guck es dir an. Da ist sogar die Glühbirne noch. Nein. Krass. Liegt da jetzt noch mehr? Krass. Ja, hier in dem Loch ist wirklich unglaublich viel an Geschichte und es deutet alles darauf hin, dass es alles aus dem Zweiten Weltkrieg ist. Wir schauen uns mal das Highlight hier an und zwar, ich finde es auch krass, dass hier an diesem Reflektor so gut wie nichts dran ist. Es aber ist nicht nur ein Reflektor, sondern es gehört zu einem Rücklicht. Aber welches? Das werden wir jetzt noch klären. Die Drähte waren auch mit in dem Loch. Das Lämpchen komplett erhalten nach so langer Zeit, das finde ich schon echt heftig. Wir springen mal auf Wikipedia und da sehen wir die BMW R75 im Gespann. Das wurde eingesetzt zwischen 1941 und 1945 von der deutschen Wehrmacht und da sind Truppen mit von A nach B gefahren. Und wir schauen uns mal ein Bild an, wo man das Rücklicht wirklich sehr, sehr gut erkennen kann. Hier seht ihr es mal und da können wir mal ranzoomen. Es ist nicht ganz scharf, aber es ist exakt dieses Licht, exakt das gleiche, was hier auf dem Tisch liegt. Das finde ich unglaublich. Und wir hatten hier auch noch Gummireste, Reste von Reifen. Wer weiß, was hier noch alles gesprengt worden ist. Vielleicht haben sie nicht nur die Flak gesprengt, sondern auch ganze Fahrzeuge. Also das ganze Gebiet ist hier immer noch unglaublich heiß. Da liegt so viel Zeug noch im Boden. Lieber Markus, wir bräuchten eigentlich mal einen Bagger, die Wiese abgesperrt und dann wirklich schichtweise alles abziehen. Das wäre, glaube ich, super interessant, aber es ist auch unglaublich zeitintensiv, extrem anstrengend, auch körperlich für mich natürlich, trotz neuer Schaufel. Also so Videos zu machen, die in die Tiefe gehen, das ist schon wirklich körperlich echt eine Herausforderung. Dann, eine Sache habe ich noch für euch, ganz zum Schluss, alles wieder zugemacht und ich schwenke über das Loch, wo der Gewehrhalter kam und dann, bang, schon wieder ein Signal. Ja, da habe ich mal einmal die Kamera nicht laufen. Schwenke über das Loch, wo das erste Teil vom Jeep kam und denkst so, hey, da ist ja noch ein 90er-Signal dazwischen und siehe da, zack, ein Knopf. Es scheint mir ein Uniformknopf zu sein. Ist natürlich ärgerlich, dass ich jetzt keine Kameras laufen hatte, aber ihr seht ja, dass der gerade frisch aus der Erde kommt und auch alt ist. Und ich bin jetzt kurz davor, wieder alles aufzumachen. Hier jetzt nochmal ein Uniformknopf. Also ihr seht, wir machen was zu, glauben, wir sind fertig. Dabei geht es noch weiter mit Signalen. Also ich glaube, wir brauchen hier noch ein mindestens Teil 3. Wenn ihr das auch so seht, schreibt bitte mal eure Meinung in die Kommentare, ob wir hier weitermachen oder nicht. Oder ob es vielleicht doch alles nur Müll ist. Ich glaube, es erzählt wirklich sehr, sehr genau und anschaulich die Geschichte zur Zeit des Kriegsendes hier auf dem Hahnenhof. Von daher, ich persönlich, mich zieht es da wieder hin. Ist es für euch auch so, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ein Dank geht noch an meinen Sponsor abenteuer-schatzsuche.de und nicht vergessen, es gibt auch 20% Rabatt auf Gießweinschuhe. Auch das habe ich ja am Anfang kurz erwähnt. Die Schuhe, gerade für den Winter, schön warm, sehr bequem. Und jetzt gibt es natürlich noch ein paar Outtakes, wie immer ein bisschen was zum Lachen. Am Ende, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Nein, nicht, ich schieb dich jetzt hier weg, du. Ich schieb dich jetzt hier weg. Geh zum Kameramann, geh mit dem spielen. What are you doing? Nein, das ist nichts zu essen. Was machst du denn? Warum gehst du denn jetzt da rein? Twelve seconds later. Achtung, deine Jacke vor dir fährt. Oh, danke. 20 minutes later. A few moments later.
Hey, du bist ein Rüpel, ey. Du. Er haut einfach meine Kamera um und tut so, als wäre nichts. Heute aber wieder extrem mit dir hier, ne?